So, hallo und herzlich willkommen wieder bei KJ Games. Heute mit einer neuen Kritik, denn es geht heute um Transformers 5 The Last Night. Und was der Film kann, ob der so gut wird wie der vierte Teil, den ich wirklich gar nicht so schlecht fand. Und auch die Teile zuvor waren eigentlich relativ unterhaltsam, gute Action. Ob das der Film hier auch kann, das erfahrt ihr jetzt. Cybertron steht vor dem Untergang und als Optimus Prime dorthin kommt, sieht er einfach, dass der Planet am Sterben ist und er möchte ihn retten und das geht nur, wenn die Erde dafür zerstört wird bzw. als Energiequelle genutzt wird und das denkt er anfangs, ist irgendwie nicht so das, was er will. Allerdings wird er dann sozusagen dazu gezwungen. Ich will nicht zu viel verraten. Auf jeden Fall auf der Erde ist es so, dass Transformers oder allgemein diese Alien-Rasse gejagt werden. Und wir haben wieder die Decepticons und damit natürlich auch Megatron, der sagt, ey, ich will Cybertron wieder aufbauen. Ich will wieder zurück nach Hause. Ich muss das irgendwie hinkriegen, dass die Erde dazu benutzt wird, Cybertron wieder aufzubauen. Und es gibt mittlerweile Spezialeinheiten, nämlich die KRF. Die sind dafür zuständig, dass man halt Außerirdische sozusagen vernichtet oder dass die im Zaum gehalten werden. Und dann haben wir natürlich noch Cade Jaeger, der ist mittlerweile ein Gesetzloser und will halt seine Transformers beschützen, weil er glaubt nicht daran, dass alle böse sind, sondern nur die Decepticons, was natürlich auch der Fall ist, allerdings will ihm halt keiner glauben. Und so ist er ein Gesetzloser und ja, schlägt sich durch. Wir haben ein paar neue Charaktere, wie zum Beispiel Isabel. Das ist ein junges 14-jähriges Mädchen, das sozusagen keine Familie hat und in den außerirdischen Alien-Roboter sozusagen eine Familie gefunden hat. Und die trifft dann natürlich auf Cade und ja, möchte natürlich mit ihm kommen. Und das ist erstmal so, denkt man sich so, okay, wird das jetzt so eine Art Ziehtochter oder so? Aber sie hat nur im Grunde eine Nebenrolle. Eine Hauptrolle hingegen hat Laura Haddock, die spielt nämlich die Vivian. Und die ist eine, ja, Professorin, eine Doktorin und eine Physiologin, glaube ich. Und halt ein sehr hohes Tier, beziehungsweise eine sehr intelligente Frau. Allerdings wird das so ein bisschen komisch dargestellt, muss man leider sagen. Denn sie ist einfach ja die ganze Zeit sehr, sehr hübsch gekleidet und bringt aber immer wieder mal so ein paar schlaue Sprüche, aber das passt irgendwie nicht zu dieser Figur, die sie darstellt. Und deswegen nimmt man ihr das nicht ganz so ab. Insgesamt muss ich sagen, ist der Cast ganz cool. Wir haben Mark Wahlberg, der nicht so stark ist wie in manchen anderen Filmen, aber wir haben zum Beispiel auch Anthony Hopkins, der mit dabei ist. Wir haben Stanley Tucci, wir haben Josh Duhamel. Also wir haben wirklich sehr, sehr viele Charaktere oder Schauspieler, die hier wieder mit dabei sind. Und die Story ist insgesamt interessant erzählt. Allerdings verliert sie sich so ein bisschen, muss man leider wirklich sagen. Aber was interessant ist, die Transformers oder diese Rasse gibt es nicht schon seit erst ein paar Jahrzehnten auf der Erde, sondern schon wesentlich länger. So viel ist ja schon mal gesagt. Wirklich sehr interessant. Und technisch muss man sagen, sieht der Film wirklich wunderschön aus. Also wir haben teilweise richtig krasse, heftige Szenen, die einfach toll aussehen. Und es macht einfach Spaß, sich diese anzugucken. Sonst muss man sagen, der Sound ist auch eigentlich ganz geil. Ja, technisch ist das eigentlich alles einwandfrei. Was mich stört, es ist kein Kinoformat, es ist 16:9, also für zu Hause produziert. Klar, die meisten Shots sind in CGI, animiert worden und computergeneriert. Das heißt, ja, man kann einfach 16:9 draus machen, ist kein Problem, weil es ja alles mit Greenscreen gedreht wurde. Ist auf der einen Seite natürlich gut für den Home-Release, fürs Kino halt blöd, weil man halt rechts und links noch Balken hat und das nicht auf voller Leinwand sehen kann, ist ein bisschen schade. Und ja, jetzt komme ich zum Fazit. Der Film ist definitiv ein guter Transformers-Film, allerdings ist er zu lang. Er geht mit 2,5 Stunden viel zu lang. Also ohne Scheiß, das ist wirklich ein Film, der hätte eine Dreiviertelstunde bis eine Stunde kürzer sein können und er hätte dieselbe Story erzählen können.
ohne Probleme. Und das ist wirklich so ein bisschen das Problem, weil er zieht sich einfach, es gibt viele verschiedene Schauplätze, was mir wirklich sehr gut gefällt, aber er zieht sich so insgesamt von der Handlung etwas und vor allem die Kämpfe sind teilweise viel zu lang. Also wir haben jetzt nicht nur so ein paar, zwei, drei große Kämpfe, sondern mehrere kleine Kämpfe und einen großen Finalkampf. Und das zieht sich einfach zu viel. Es ist einfach Kampf, schießen, schießen, schießen. Und das sieht zwar alles ganz gut aus, aber irgendwann hat man es halt auch gesehen, ne? Und wenn du dann eine 10, 20-minütige Kampfsequenz hast, wo vielleicht 5 Sätze gesprochen werden, dann ist das so ein bisschen, braucht man das in dieser Länge, ist die Frage. Aber es sieht halt wirklich gut aus. Deswegen, schauspielerisch ist eigentlich auch alles in Ordnung, ist jetzt nicht überragend, vor allem halt auch die Vivienne, dieser Charakter, der wirkt irgendwie nicht ganz authentisch auf mich und deswegen, ja, der ist nicht so gut gelungen. Sonst muss ich sagen, ja, cooler Hauptdarsteller, Anthony Hopkins ist wirklich ein cooler Typ und der passt hier auch wirklich gut rein. Und insgesamt ist die Hintergrundgeschichte, wie lange es schon die Transformers oder diese Rasse auf der Erde gibt, sehr interessant. Und in der Mitte hat er so ein bisschen einen Downer. Am Anfang denkst du, okay, wo will der Film hin? Irgendwie passt das nicht zu Transformers. Dann wird es so ein bisschen, okay, das wird jetzt abgedreht. Dann wird es so ein bisschen langweilig und dann so, okay, das könnte richtig interessant werden. Und das haben sie auch wirklich schön umgesetzt, finde ich. Und ja, also technisch sieht das auch toll aus. Deswegen, ja, alle, die Transformers mögen und sie auch schon die Teile zuvor sehr, sehr gerne geguckt haben, können sich den hier auch angucken. Es ist ein reines Actionfeuerwerk. Storytechnisch wird erst gegen Ende des Films was geboten. Und das 3D ist, dazu bin ich noch gar nicht gekommen. Also man kann wirklich nichts sagen, das sieht wirklich sehr, sehr gut aus. Und es gibt auch ein paar Shots, die so wirken, als wenn sie in 3D extra dafür gemacht worden sind, aber nicht übertrieben gemacht sind. Also dass so ein Schwert so voll in die Linse rein und dir ins Gesicht. Nee, das ist es nicht. Das ist etwas dezenter gemacht worden und sieht auch wirklich gut aus. Es sind auch Lens Flares wieder mit dabei, typisch Michael Bay. Allerdings dezenter und wesentlich schöner. Dementsprechend, ja, der Film ist definitiv was für Fans. Für alle anderen braucht man sich den nicht unbedingt im Kino anschauen. Ja, in diesem Sinne war es das mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen hoch da. Schaut doch auf dem Kanal vorbei und lasst ein Abo da für weitere Kritiken, dass ihr immer auch im aktuellsten Stand seid. In diesem Sinne, bis demnächst und immer schön weiterzocken. Ciao!